Ja, dann darf ich oder freue mich zum Thema Führung und Verantwortung etwas sagen zu dürfen. Aber ich bin sehr praktisch veranlagt, also es wird mehr ein es wird nicht die Theorie sein, sondern mehr ein Bericht aus der Praxis und mal gemeinsam zu überlegen, was hat das Thema Verantwortung und Führung eigentlich in der heutigen Zeit zu tun. Und ich würde gerne einen kurzen Impulsvortrag geben, einen kurzen Impulsvortrag zum Denken anregen, und dazu möchte ich gerne schon mal eins machen. Darf ich das mal rumgeben, dass sich jeder eine blaue, eine gelbe und eine orangefarbene Karte nimmt. Wenn wir sie hinterher nicht ausreichend wären, einfach durchreißen, dann kriegen wir auf jeden Fall genug. Man merkt schon, auch während der Arbeit etwas Interaktion, das geht gleich darum, auch mal Meinungsbilder aus der Runde zu haben. Und danach möchte ich gerne, dass auch hier ein Dialog in der Gruppe stattfindet, dass wir in kleinen Gruppen, Dreiergruppen, Fünfergruppen bestimmte Fragen reflektieren und hinterher im Plenum dann nochmal zusammenkommen. Das ist so der Ablauf der nächsten 2 Stunden. Und die Frage haben wir natürlich, für was trägt eigentlich Führung Verantwortung? Und die Frage, die wir haben, wenn wir Führungskräfte haben, ja, was macht ihr eigentlich? Sie sind verantwortlich für den Erfolg des Unternehmens, Sie sind verantwortlich für die innovative Produktentwicklung, für die Zielerreichung. Natürlich sollen Sie sich auch kümmern um die Motivation der Mitarbeiter, Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit. Also das sind alles die Aufgabenfelder, die für Führungskräfte wichtig sind. Und die Frage ist, mit welchem Erfolg sind die eigentlich in der heutigen Zeit unterwegs? Und das ist eine ganz relevante Frage, weil wenn man sich eine Untersuchung vom Gallup-Institut mal anschaut, ich glaube, die meisten von Ihnen und von euch kennen die Grafik auch, aber die zeigt, dass wir seit 2001 macht das Gallup-Institut eine Befragung über die Zufriedenheit oder die Bindung von den Mitarbeitern im Unternehmen. Und das ist ja schon eine ganz besondere Zahl, weil Pi mal Daumen, also der obere Bereich, um die 15% haben eine hohe Bindung an das Unternehmen, stehen also morgens auf und sagen, hey, ich freue mich, zur Arbeit zu gehen. 15%, das ist ja mal eine stramme Zahl. Der wesentliche Teil, und das ist nämlich man kann es nicht so genau in dem Grünen erkennen, Pi mal Daumen seit Jahren, sind das um die 70%, dass die Mitarbeiter morgens zur Arbeit kommen und, naja, ich gehe arbeiten, mache mehr oder weniger Dienst nach Vorschrift, weil wir müssen ja von oben, von irgendwas leben. Aber wie groß das seelische Engagement und die innere Bereitschaft ist, das muss man hier in Frage stellen. Und da unten haben wir auch so Pi mal Daumen 15% von Mitarbeitern, die mit einer relativ großen Unzufriedenheit jeden Tag ins Unternehmen kommen. Und dann fragt man sich, was macht da Führung eigentlich in den letzten Jahren bis hin zu Jahrzehnten, wenn das das Ergebnis ist, das wir heutzutage sehen. Jetzt ist es so, dass in diesem Jahr, im Februar, jetzt kommt eine Diskussion auf zum Thema Führung. Also egal, wo wir hinschauen, große Kongresse, ich komme da gleich noch zu. Das Thema Führung, da war im Februar dieses Jahres ein Arte-Film. Ich weiß nicht, wer den von Ihnen gesehen hat oder ihn kennt. Das ist ein Film, der heißt Der wunderbare Arbeitsplatz. Und dort wird ein französischer Professor, der heißt Isaac Geetz, der hat die ähnliche Daten, etwas prägnanter noch, der hat nämlich, und Frankreich und Deutschland unterscheiden sich da nicht sonderlich, dass nämlich da auch das Ergebnis ist, nur um die 11% kommen gerne zur Arbeit, 58, also knapp 60% der Mitarbeiter sind desinteressiert und kommen nur für den Lebensunterhalt, und nach seiner Untersuchung 31% der Mitarbeiter sind akut unzufrieden. Und dann stellt man in diesem Film die Frage, hatten die Mitarbeiter bereits diese Einstellung, als sie eingestellt worden sind? Und das ist ein ganz interessanter Film. Im Moment ist er nicht gut zu kriegen, weil da sind welche urheberrechtlichen Dinge, also wenn man versucht, ihn auf YouTube zu finden. Man sieht sofort den Beitrag, aber man kommt nicht so ohne weiteres an den Film zurzeit. Ich hoffe, das ändert sich noch. Eine ganz interessante geschichtliche Betrachtung, und insgesamt bei 6 Unternehmen wird aufgezeigt, wie veränderte Hierarchiestrukturen die Motivation der Mitarbeiter deutlich verändern.
Und jetzt gibt es aber fast zeitgleich im Januar eine deutsche Initiative. Und die ist auch in einigen, also ich weiß, dass sie in der DBVC, in einigen Regionalgruppen, ist es auch rumgegangen. Das ist der Film Augenhöhe. Augenhöhe.de, das ist eine Initiative von einigen Kollegen. Und dann fragt man auch, wofür habt ihr denn eigentlich diesen Film gemacht? Und die sagen, wir machen den Film für die Selbstbestimmung, Partizipation, Potenzialentfaltung. Die Trends der neuen Arbeitswelt werden schon länger unter den Experten und Interessenten diskutiert. Auch da haben die verschiedenen Unternehmen, sind dort reingegangen und haben also erfolgreiche Unternehmen, die anders arbeiten, die einfach versuchen, mit anderen Strukturen, anderen Prozessen die Mitarbeitermotivation, die Bindung der Mitarbeiter auch zu verändern. Interessanter Film, den kann man so sehen, Augenhöhe-film.de kann man sehen, also ich sehe einige nicken, einige kennen diesen Film, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Man hat den Thomas Sattelberger dazu auch motivieren können, was dazu zu sagen. Ich denke, aus Marketing-Gesichtspunkten macht das sicherlich einen ganz guten Eindruck, wenn man einen solchen Menschen dazu gewinnt, auch dazu Position zu beziehen. Aber auch wirklich ein toller Film. Und dann hatten wir jetzt am Wochenende, du hast es gesagt, Bernd, da gab es natürlich prompt, Kongress Führungsautorität. Und da gab es natürlich auch, der war jetzt am Wochenende mit 500 Teilnehmern. Und da waren natürlich auch ganz tolle Fragen, wer führt, wird geführt. Oder auch das Gehirn arbeitet auch ohne Führungskraft. Ich glaube, das war ein Vortrag von Gerald Hüther. Also wo auch man hier sich mit dem Thema Führung beschäftigt und man aber auch eher den Eindruck hat, dass die Art und Weise der Führung auch in der heutigen Zeit mal ein Stück weit in Frage gestellt wird. Wir müssen uns mal überlegen, was machen wir eigentlich? Und wir haben uns natürlich auch auf dem letzten DBVC-Symposium, ich weiß nicht, wer von Ihnen auch dabei gewesen ist, als wir uns in Bremen, da war damals der Bahnstreik noch, als wir uns da getroffen haben zur Zukunftskonferenz, und da haben wir auch mit dem Professor Kruse zusammengearbeitet, der ja leider in diesem Jahr verstorben ist. Und er sagt ja auch, Führung ist katastrophal oder kompetent. Und auch er sagt, Führungskräfte stecken in einer Komplexitätsfalle, einen Paradigmenwechsel in der Führung brauchen wir und das Ende des Hierarchiezeitalters. Und da sieht man auch, dass gerade auch auf der Zukunftskonferenz, Ergebnissen, die wir haben, dass ganz viele Führungskräfte im Coaching ein ganz wichtiges unterstützendes Element sehen. Das heißt also, die suchen uns als Coaches, um sich begleiten zu lassen, weil hier kommt natürlich ein Stück weit rüber, dass wir sagen, hey Führungskräfte, so wie ihr arbeitet, das Ergebnis, was ihr produziert, ist nicht wirklich toll. Und nun gibt es auch Diskussionen auch bei uns im Verband, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, auf der einen Seite Personenqualifizierung, wie stark gehen wir die Themen aus der psychologischen Sichtweise an, und auf der anderen Seite aber auch das Thema Systemqualifikation, dass wir uns auch mit den Themen beschäftigen, die aus den Organisationsprozessen herauskommen. Und die Frage ist jetzt bei all dieser Diskussion, was passiert jetzt in den Unternehmen? Und in meiner Wahrnehmung, und ich glaube sicherlich, dass das einige von Ihnen auch bestätigen können, passiert es jetzt so, dass Führungskräfte von rechts nach links gedreht werden. Was finden wir in den Unternehmen? Wir haben Management-Audits, wir haben Mitarbeiterbefragungen, mindestens alle 2 Jahre. Und auch da bekommen die Führungskräfte relativ schlechte Zeugnisse ausgestellt. Also ihr informiert zu wenig, die Kommunikation ist nicht ausreichend. Also dass dort Mitarbeiter sagen, wir sind zufrieden damit. Und in einigen Unternehmen werden Mitarbeiterbefragungen gemacht und die sind so schlecht, dass die Ergebnisse noch nicht mal mehr veröffentlicht werden. Oder man fragt alle 2 Jahre und dann sagen die Mitarbeiter, ach, ich habe aber gar keine Lust mehr mitzumachen. Die Beteiligungsquote rutscht mitunter unter 60%, weil die Mitarbeiter sagen, ja, und was ist aus der letzten Befragung geworden? Hat doch eh nichts gebracht. Warum soll ich denn da schon wieder mitmachen? Dann wird natürlich in den gesamten Auswahlprozessen Assessment Center, Einzel-ACs, Online-ACs, Potenzialinterviews, Testverfahren, rauf und runter. Also nicht nur bei den Neueinsteigern, sondern auch, und das kennen Sie auch, es gibt es Unternehmen, da müssen sich alle Führungskräfte komplett neu auf ihre Funktionen bewerben.
Die haben gar keinen Anspruch mehr auf die alten Posten, sondern die müssen sich in einem Development Center, einem Neuprozess unterwerfen, um dann wieder neu als Führungskraft tätig zu werden. Dann haben wir das gesamte Thema Potenzialanalyse. Trainings, seit wann machen wir denn Führungstrainings? Ich bin ja auch sehr stark in der Führungskräfteentwicklung unterwegs. Und wie erfolgreich ist unsere Arbeit? Wir versuchen ja ganz viel auch mit den Führungskräften zu arbeiten, dass wir sie für ihre Arbeit stark machen. Auch das Thema Coaching und die ganzen HRM-Prozesse, Kompetenzmodelle. Ich glaube, viele von Ihnen kennen auch die Kompetenzmodelle, die wir im Moment in den Unternehmen haben. Und die Personalabteilungen heißen nicht mehr Personalabteilungen, sondern sind jetzt HR-Business-Partner. Und auch da haben wir diese Veränderungen. Und ich würde gerne mit Ihnen einmal überlegen, was heißt es denn jetzt wirklich, Verantwortung in einem Unternehmen zu übernehmen? Und wofür tragen denn die Führungskräfte wirklich Verantwortung? Und da nehme ich ein paar Modelle von dir, denn ich habe ja auch das Glück, beim Bernd am Institut, am ISB, auch Lehrtrainerin sein zu dürfen. Und wir haben dort das Thema systemisches Führen. Und deshalb ein paar Modelle jetzt vom ISB, das Thema Verantwortungskultur. Was heißt es denn eigentlich, Verantwortung zu übernehmen? Und ich finde einen zentralen Satz des Modells von Bernd vom ISB. Hallo, genau. Ein zentraler Satz heißt: Antwort geben auf relevante Fragen. Also Verantwortung zu übernehmen heißt Antwort geben auf relevante Fragen. Die Frage ist natürlich, was haben wir für relevante Fragen in der Organisation zu beantworten? Und das sind vier Dimensionen in dem Verantwortungsbereich. Und auf der einen Seite haben wir den Bereich der Person und auf der anderen Seite den Bereich der Organisation. Und eine wesentliche Frage, die wir stellen müssen, können, oder die erste Frage ist vielleicht, willst du als Führungskraft alle relevanten Fragen beantworten, die in deinem Aufgabengebiet als Führungskraft liegen? Und das ist eine Frage der inneren Haltung, der Orientierung. Willst du das? Also auch, Klammer auf, alle unangenehmen Themen, die damit verbunden sind. Denn Führungskraft zu sein, heißt ja nicht nur immer spaßvolle Aufgaben machen zu dürfen. Dann ist die nächste Frage, die wir haben, kannst du alle Fragen beantworten, von der Qualifikation her. Kannst du alle Fragen beantworten, die in deinem Aufgabengebiet da sind? Das ist der Bereich, also wollen und können. Und dann ist der zweite Bereich, hallo Cordula, der zweite Bereich der Organisation. Und da finde ich einen ganz, ganz wichtigen Bereich, nämlich das Thema dürfen. Hier steht zwar die Ausstattung, aber hier geht es ganz klar auch um die Autorisierung. Darfst du alle relevanten Fragen beantworten, die in deinem Aufgabengebiet enthalten sind? Und bist du auch autorisiert dazu, diese Fragen überhaupt beantworten zu dürfen? Und dann ist, wenn du willst und wenn du kannst und du darfst, dann musst du auch alle relevanten Fragen beantworten, die sich in deinem Aufgabengebiet befinden. Das ist eine Frage, dass hier Zuständigkeit eingefordert werden muss. Die Zuständigkeit auch, was ist, wenn Führungskräfte Fragen nicht beantworten, also Entscheidungen zum Beispiel, nicht getroffen werden. Hier muss es eingefordert werden, aber viele neigen dazu, es dann lieber selber zu machen, weil es ist der einfachere Weg, als die Konfrontation und Konfliktkultur, Zuständigkeiten im Zweifel auch einzufordern. Also diese vier Fragestellungen, die wir haben, sind die vier Dimensionen eines Verantwortungssystems. Man muss antworten können, man muss antworten wollen, man muss antworten müssen und man muss antworten dürfen. Und die komplementäre Verantwortung bedeutet, dass alle Führungskräfte auf der einen Seite die Verantwortung haben für das große Ganze. Und die komplementäre Verantwortung bedeutet auch natürlich, jeder hat einen Teil der Verantwortung. Das, was ich jetzt hier nicht einzeichnen kann, weil ich es normalerweise mal am Flipchart mache, ist, dass man hier zwischen der Verantwortung für den Teilbereich, da müsste man jetzt mal so Schleifen drum ziehen, weil man ist also für den eigenen Bereich verantwortlich und dafür, dass meine Schnittstellen zu den Schnittstellen der Kollegen passen. Also wie gut ist das, was ich mache, kompatibel mit den Schnittstellen meiner Kollegen und der Mitarbeiter, die dort arbeiten, also wie gut passt das zusammen? Und die Fragestellung, die wir jetzt natürlich auch haben, ist, wer beantwortet eigentlich
in welche relevanten Fragen in Unternehmen. Und da würde ich jetzt gerne mit Ihnen ein Stück weit interaktiv arbeiten und mal gemeinsam reflektieren, wer beantwortet eigentlich welche Fragen. Sie haben dazu verschiedenfarbige Karten. Und ich würde gerne mal mit Ihnen jetzt gemeinsam überlegen, ich habe eine ganz normale Struktur, ganz, ganz simpel. Hast du Cordula? Ja, ich suche. Gut, da vorne sind... So viel Beachtung. So, das heißt also, die Fragestellung ist, wer beantwortet die Frage? Die Mitarbeiter? Beantwortet die Frage die Teamleiter? Oder ist das eine Frage, die von der Bereichsleitung und der Geschäftsführung beantwortet wird? Und ich habe die Farbe so, klar, wer kriegt Orange? Betriebsleiter und Geschäftsführer. Die blauen sind die Teamleiter und die gelben sind die Mitarbeiter. Also die Fragestellung an Sie. Aus Ihrer Erfahrung heraus, für die jährliche Urlaubsplanung in jedem Unternehmen, wer beantwortet die relevante Frage, somit wer trägt Verantwortung dafür, wie die Mitarbeiter ihre Urlaube planen? Sind das die Mitarbeiter, dann wäre das die gelbe Karte, sind es die Teamleiter oder sind es die hier? Wer beantwortet nach Ihrer Erfahrung heraus diese relevante Frage, wie machen wir die Urlaubsplanung in einem Jahr? Und bei uns. Also einmal hoch. Was ich sehe ist, wir haben ein paar, die sagen, es sind die Mitarbeiter, die allermeisten sagen, die Urlaubsplanung wird von den Teamleitern gemacht und wir haben sogar die Einschätzung, dass bei uns, hey, ne? Das heißt, die Urlaubsplanung für die Mitarbeiter werden von der ist das, was hat das mit der, machst du die Urlaubsplanung? Okay, gut. Okay. Das heißt also, ne, wir finden das hier auf allen Ebenen. Die Frage ist, das ist das Erleben. Das ist das Erleben, dass es in einigen Unternehmen so ist, dass die Geschäftsführung, die Betriebsleitung die Urlaubsplanung macht. Ein paar weniger haben die Mitarbeiter skizziert und die allermeisten die Teamleiter. Aber ich bin noch... Ich bin gerne. Also ich bin so ein Bereichsleiter, ne? Deshalb ich mache die. Ne? Und ja klar, aber was mache ich denn da? Also deshalb sollte man die Frage vielleicht nochmal ausdifferenzieren. Mhm. Ich mache natürlich nicht die Urlaubsplanung, aber ich gebe vor, woran sich die Urlaubsplanung zu orientieren hat. Den Rahmen dafür. Den Rahmen. Und das ist das Entscheidende. Und damit übernehme ich die Verantwortung für den betrieblichen Erfolg. Weil wenn meine Bedingungen nicht stimmen, ne? Wenn ich also das Umfeld für eine gute Planung nicht begünstige, würde ich mal so sagen, dann trage ich die Verantwortung. Weil ich habe entschieden, der Begriff hat mir noch gefehlt bei Fragebeantworten, bis ich nach dem darf orientieren. Ne? Genau. So, aber gemacht wird es ja wirklich Rubrikaten nehmen. Und es ist ein gemeinsames Beantworten der Frage. Ich habe noch ganz viele. Ich habe noch ganz viele Beispiele und ich würde gerne mit Ihnen so Impulse einmal gemeinsam reflektieren und einmal Ihre Erfahrung und vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Und beispielsweise die Arbeits- und die Schichteinteilung. Gehen Sie in ein Produktionsunternehmen und Sie müssen die Schichtplanung für Ihre Mitarbeiter machen. Das heißt also, wer kommt zu welchen Schichten und zum Beispiel wer kommt am Wochenende zu einer Schicht? Also Sie müssen dann überlegen, Sie haben Auftragsvolumen zu produzieren und die Fragestellung, wir müssen am Samstag eine Zusatzschicht machen. Wer trifft die Entscheidung über Arbeits- und Schichteinteilung? Ja, das heißt also, nur ein einziger sagt Mitarbeiter, aber die allermeisten wieder Teamleiterebene und mittlerweile die Schichteinteilung haben wir so, dass da viele wiederum in der da sind sie jetzt nicht mehr dabei, da sagen aber andere, hier sind es die Bereichsleiter. Also ich habe ein Unternehmen, da muss bis donnerstags morgens müssen die Schichten beim Betriebsrat angemeldet werden. Und wenn man das bis Donnerstagmorgen nicht gemacht hat, dann kriegt man die Samstagsschicht nicht rein. Und dann wäre ja jetzt noch eine weitere Frage, wenn jetzt ich eine Personalplanung für Samstag gemacht habe und mir wird ein Mitarbeiter krank. Und ich nehme jetzt einfach mal Sie, Sie wären jetzt ein Mitarbeiter, haben gesagt, okay, ich komme am Samstag und Sie können jetzt nicht kommen. Und dann frage ich dich und dann sagst du, okay, ich komme am Samstag. Jetzt ist natürlich die Frage, du vertauschst deine Schichten. Was ist denn mit der Sonderschichtzulage?
Darf denn ein Teamleiter jetzt entscheiden, okay, mir fällt jemand aus und du bist so toll, dass du einfach die Schicht änderst, darf ich dir jetzt auch eine Schichtzulage geben oder nicht? Da war gar nicht. Das heißt also, hier ist er in ein Regelwerk, also zumindest in dem Unternehmen, was ich kenne, ist er in ein Regelwerk eingebunden, dass er diese Entscheidung nicht treffen darf. Und es ist der Betriebsrat, der letzten Endes entscheidet, ob die Zusatzschicht, die angemeldet werden kann, ob das letzten Endes möglich ist oder nicht. Anderes Beispiel. Umzug in eine andere Montagehalle. Sie haben eine neue Montagehalle gebaut und jetzt geht es darum, einen Hallenbelegungsplan. Das heißt, die Halle muss ja neu besiedelt werden. Wer macht den Hallenbelegungsplan? Wer ist da drin einbezogen? Machen das die Mitarbeiter? Machen das die Teamleiter oder machen das die Bereichsleiter? Einen Hallenbelegungsplan. Zum Machen oder um Entscheiden? Das heißt, es ist die Frage, wer macht ihn, vor die Frage immer relevante Antwort geben, heißt Entscheidungen treffen, so rum oder so rum. Und die Frage ist, wer macht Vorschläge, wer entscheidet? Einen Hallenbelegungsplan. Wer wird denn daran beteiligt, an dem Vorschlag dazu? Okay. Also das ist ganz schön unterschiedlich. Hier sagen Sie alle drei, einige gelbe Karten sehe ich. Ich sehe aber überwiegend blaue Karten und ich sehe auch ganz viele Karten der Bereichsleitungsebene. Die Realität ist, ich habe ein Unternehmen, da haben die, also der Hallenbelegungsplan, wer hat das gemacht? Es sind nicht die Mitarbeiter sind schon mal gar nicht gefragt worden. Das ist das Erste. Also die Fantasie, dass Mitarbeiter in solche Entscheidungen einbezogen werden. Wobei es gibt Unternehmen, die tun das. Man muss, wenn man Augenhöhe.de sieht, dann weiß man, dass es auch andere Unternehmen gibt. Es ist die Frage, auf welche Erfahrungswerte greifen wir zurück. Es gibt aber Unternehmen, da werden die Mitarbeiter überhaupt nicht danach gefragt. Da werden auch noch nicht mal die Teamleiter danach befragt. In einem mittelständischen Unternehmen über 2000 Mitarbeiter, da gab es einen Assistenten der Betriebsleitung. Und das war Ende 20. Papa hat ja auch ein Unternehmen. Und dann hat halt eben der Betriebsleiter dem Assistenten den Auftrag gegeben, mach mir mal einen Hallenbelegungsplan. Ohne Einbeziehung der Teamleiter. Und ein Teamleiter kam aus seinem Urlaub zurück und fand seinen Schreibtisch an einem anderen Ort. Also das ist auch eine Realität, die ich erlebt habe in diesem Jahr in einem Unternehmen. Das heißt nicht, dass das überall so ist. Und vielleicht noch zwei Beispiele. Und das war halt eben uns mal überlegen, wer trägt eigentlich für was in einem Unternehmen die Verantwortung? Auswahl von Mitarbeitern. Das heißt also, Sie müssen beispielsweise Sie sind Teamleiter und Sie müssen einen neuen Mitarbeiter wollen einen neuen Mitarbeiter einstellen. Wer entscheidet jetzt oder wer beantwortet die relevante Frage? Das ist immer implizit die Entscheidung, welcher Mitarbeiter eingestellt wird. Teamleiter, Bereichsleiter? Ich finde das schwierig. Ja, darf ich nochmal? Ich finde das ein bisschen schwierig. Weil jeder beantwortet das jetzt vor seinem Hintergrund, ja. Ein bisschen gecoacht oder eigene Erfahrung. Ja. Und das sind mir jetzt zu wenig Ebenen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man muss wirklich gucken, was da passiert. Mhm. Also ein Teamleiter kann es nicht tun. Also wenn Sie sagen entscheiden heißt ja, er hat eine Arbeitgeberkompetenz. Er hat nach Betriebsverfassungsgesetz, darf er das oder das machen. Wir können jetzt keine Teamleiterkarte ziehen, das geht eigentlich nicht. Art Handlungsvollmacht hat normalerweise eigentlich nur der Bereichsleiter, es sei denn, wir haben eine andere Struktur. Nee, das ist ja schwierig. Genau. Das ist ja das Spannende. So. Das gleiche Stimmrecht hat. Es gibt solche Fälle. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, dass es hier. Ja, aber da bin ich im Sinne der Einstellung. Also, wir haben die Auswahl, Personalauswahl, da gibt es HR-Business-Partner, die letzten Endes das gesamte Auswahlverfahren machen, Mitarbeiter einladen, Vorgespräche führen. Und dann haben wir die letzten fünf Kandidaten und die letzten fünf Kandidaten werden befragt. Und dann müssen wir ja auswählen. Und dann ist ja die Auswahl und dann ist hinterher die Entscheidung zu treffen. Und wer ist es jetzt von den Fünfen? Und dann ist die Frage, wer trifft denn diese Entscheidung? So, und das ist sicherlich auch wieder in den Unternehmen unterschiedlich. Die Frage ist, werden überhaupt mal ansatzweise Mitarbeiter danach befragt? Es ist ein zukünftiger Kollege.
Aber wenn die gefragt werden, dann tragen die doch nicht die Verantwortung dafür. Dann sagen die nur ihre Meinung. Das ist das, was ich meine. Also irgendwie habe ich auch so das Gefühl, es geht jetzt um eine Demokratiefrage. Ich kenne kein Unternehmen auf dieser Welt, das demokratisch geführt wird. Keins. Ja, aber man muss doch auch sagen, ich kenne das so, dass wenn wir einen neuen Mitarbeiter im Team einstellen wollten, dann wurde der oder die Kandidaten eingeladen. Auch die Kollegen auf gleicher Ebene haben mit ihm ein Interview geführt und anschließend ihre Meinung gesagt. Dann ging der Teamleiter hin und sagte, wenn er dann einverstanden war, das sind die Kandidaten, das ist erste, zweite, dritte, vierte Wahl, hier bitte Bereichsleiter, so sieht's aus. Und dann unterschreibe unten rechts. Akkord da oder nicht? Unterschreiben. Aber ich denke, was wir sehen, ist... Bitte. Man muss auch noch mal differenzieren, über welche Unternehmen in welchen Entwicklungsphasen. Richtig. Also wenn ich ein Startup betrachte, ich betreue viele Startups, da gibt es überhaupt nicht so einen riesen administrativen Überbau. Wir sind in der Regel in der Pionierphase und da wird das Rapsjahr entschieden über persönliche Empfehlungen zum Teil. Und da haben die Mitarbeiter eine ganz andere Autorität und Partizipation. Wenn die aber schon in der Integrationsphase sind, dann haben sie sich schon in einer anderen hierarchischen Ebene entwickelt. Und das ist mal das eine. Und das andere ist auch, reden wir über multinationale Konzerne oder reden wir über inhabergeführte KMUs? Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, man kann das nicht so pauschal beantworten. Aber man kann tatsächlich alle Ebenen auch mit diesen Fragen abdecken. Also da würde ich wieder sagen, ne, wir können schon ganz klar sehen, es gibt Kulturen, die auch in die einzelnen Entwicklungsphasen herübergerettet werden, wo nur Mitarbeiterpartizipation ist. Gerade diese ganze IT-Branche, die sich entwickelt, die Startup-Szene in Berlin, das sind Kulturen, die sind weit entfernt von dem, was Sie jetzt beschreiben, ne, wo das nur der Bereichsleiter verantwortet. Also wir sollten unsere Ausgangsfrage nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, mit welchem Erfolg wird heutzutage geführt? Und die Frage ist ja, in welcher Orientierung finden wir die Führungskräfte heutzutage? Ich glaube, es gibt noch einen wichtigen Aspekt. Welche persönlichen Qualifikationen brauche ich denn überhaupt, um Entscheidungen zu treffen? Wenn ich analytische Kompetenzen brauche und habe die nicht verfügbar, in der Breite kann ich dort keine Entscheidungen treffen. Das war jetzt eben das Modell 3 Folien vorher, ne, wo wir sagen, willst du die relevante Fragen beantworten und hast du die Qualifikation, auch diese Fragen beantworten zu können? Das war das Modell, das Verantwortungsmodell, was wir auch eben skizziert haben. Darum ging es, finde ich, um die Frage auch nochmal zu schärfen, dass wir mit den Begriffen ein bisschen aufpassen, was ist Verantworten, oder Zuständigkeit, haben Sie mal gesagt, was ist Entscheiden, was ist Partizipation? Also wenn wir über Partizipation sprechen, na, dann würde ich auch schnell alle drei Karten hochhalten. Wenn wir sagen Entscheiden oder Verantworten, dann werden es weniger Karten plötzlich. Und das finde ich gut, wenn wir in der Diskussion das ein bisschen nochmal schärfen. Also ich würde gerne in dem, was ich hier mache, einen Impulsvortrag, der natürlich auch verschiedene Facetten aufmacht, um hinterher in kleinen Gruppen in einer weiteren Diskussion das Thema mal zu verschärfen, um hinterher im Plenum nochmal zusammenzukommen. Also in der Tat, wenn wir jetzt allerdings versuchen, bestimmte Begrifflichkeiten randscharf abzugrenzen, das werden wir mit Sicherheit gar nicht hinbekommen. Aber ne, das heißt, was ist die Unternehmensrealität? Was ist die Unternehmensrealität? In meinem Erleben ist es, dass ich Führungskräfte erlebe, die sich in einer Ohnmacht empfinden, weil sie die Entscheidungskompetenzen nicht so haben. Sie werden nicht mit einbezogen, wie sie es eigentlich brauchen und machen irgendwann noch das, was wir Dienst nach Vorschrift machen. Und ich würde Ihnen noch mal gerne auch die Komplexität aus meiner Erfahrung heraus vorstellen, weil was wir in den Unternehmen auch erleben, so sehe ich es in den Unternehmen, in denen ich tätig bin, dass wir von der Funktionsorganisation, unabhängig von den Phasen, die Sie gerade angesprochen haben, die kommen noch dazu, aber bestehende, auch große Familienunternehmen sind von einer Funktionsorganisation, gehen über in eine Prozessorganisation. Das heißt, das Hierarchiemodell verändert sich insofern, als
Das waren die Fragen, die wir gerade beantwortet haben, als dass wir diese klassische Hierarchie, dass wir das arbeitsteilige System, nämlich wir haben auf der einen Seite, weiß ich nicht, den Einkauf, den Vertrieb, ne, so diese Form der Arbeitsteilung, das sind Organisationsmodelle, die findet man immer noch in der Wirtschaft, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, aber viele gehen ja auch über zu dem, was man Prozessorganisation nennt, und da haben wir den sogenannten Kernprozess, das ist der Ort, wo das eigentliche Produkt oder die Dienstleistung entsteht. Dann haben wir Managementprozesse, die eher diese strategische Ausrichtung machen. Und dann haben wir die Serviceprozesse. Das ist jetzt, ne, diejenigen von der IT, von Personal, die im Grunde den Kernprozess unterstützen. Ich möchte Ihnen ein ganz konkretes Beispiel von gestern skizzieren. Ich war gestern in einem Unternehmen. Und da gibt es, ich habe da diese Grafik da gestern Abend noch eingeführt, ich habe da jetzt nichts anderes gefunden, nämlich strategische Kernprozesse und operative Kernprozesse. Und ich weiß nicht, wer es von Ihnen auch aus den Unternehmen heraus kennt, es gibt im Moment zum Beispiel den strategischen Einkauf und es gibt den operativen Einkauf. Also wir haben das alles schön differenziert. Und dann gibt es noch bei dem Einkauf, also ist ja dann auch die Beschaffung, und dann haben wir den Bereich der strategischen Beschaffung, das sind jetzt diejenigen, die Lieferanten auswählen. Man kann nicht mehr irgendwo kaufen, die Konditionen aushandeln. Und dann haben wir den Bereich der operativen Beschaffung. Das sind dann noch eher die Disponieren. Und dann differenzieren wir zwischen Projekteinkauf auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Serieneinkauf. Und wenn Sie Serienproduktionen haben, kaufen Sie eine bestimmte Menge von Produkten immer wieder neu ein. Projekteinkauf heißt es aber, zum Teil Innovationsprojekte, da ist dann der strategische Einkauf drin. Gestern war ich im Rahmen einer sogenannten Führungswerkstatt in einem Unternehmen, wo wir an Praxisfällen arbeiten, und da war ein Teamleiter, ich würde sagen Anfang 30, der gesagt hat, ich habe ein Anliegen und würde das gerne hier in diese Runde einbringen. Wie stelle ich mein Team auf? Ich habe ein Team, insgesamt 6 Leute im strategischen Einkauf und also im Projekteinkauf und im Serieneinkauf. Und mein ganz großes Problem ist, dass die Mitarbeiter, die im Projekteinkauf sind, in den Hallen verteilt sind. Einer sitzt da, einer sitzt also in den Projekten. Das heißt, der Mitarbeiter sitzt im Projekt als Projektmitarbeiter, der hat aber nicht ein Projekt, sondern 10 Projekte. Und jetzt greifen alle 10 Projektleiter auf die Ressource des Einkäufers, und darüber haben wir die Führungskraft, die heißt, ich bin Teamleiter Einkauf, und woher soll ich wissen, welche Ressource gerade von welchem Projekt abgerufen wird, und wie schaffe ich jetzt gerade ein Team und wie kriege ich einen Teamgedanken hin? Wo ist denn eigentlich die Homebase für diesen Mitarbeiter? Weil ich mache zwar alle 2 Wochen ein Meeting, aber ich habe meine Mitarbeiter in der Organisation komplett verteilt. Und wenn wir jetzt über Teamentwicklung sprechen, das ist ein ganz anderes Arbeitsteam. Wer trägt denn jetzt für die Ressource Personaleinsatz Verantwortung? Ist es der Projektleiter oder ist es die disziplinarische Führungskraft, der Teamleiter im Einkaufsbereich? Und jetzt merken wir natürlich, dass hier empfundene Ohnmacht, ich kann gar nicht, weil die Ressource letzten Endes da ist, und ich kann gar keinen Ressourceneinsatz meiner Mitarbeiter mehr steuern. Und das ist genau das, dass wir in diesen strategischen Bereichen große Schwierigkeiten haben und die Mitarbeiter gar nicht mehr wissen, wofür sie eigentlich zuständig sind, und die Führungskräfte auch nicht reflektieren. Was kann ich denn überhaupt beeinflussen? Dann haben wir viele Fragestellungen und dann sagen die Mitarbeiter, ja, ich habe keine Möglichkeiten, denn die Frage nach den Auswirkungen sind, wir haben gelebte Störungen in der Verantwortungskultur. Störungen in der Verantwortungskultur könnte Verantwortungsisolation, BUs, die isolieren sich, Business Units, ja, die isolieren sich und sagen, Hauptsache mir geht's gut, dass wir vielleicht ein großes Unternehmen sind, das interessiert mich aber nicht, aber ich bin damit beschäftigt, meinen Bereich zu optimieren. Verantwortungsisolation. Verantwortungskonfusion, das geht einher mit der Fragestellung, melden macht frei. Ich melde ein Problem und es geht in der, wir lassen Probleme eskalieren. Kennen Sie die Begrifflichkeiten? Ne, das geben wir in die Eskalation. Ja, super. Von unten geben wir die Problemstellungen, weil auch da Frage,
nicht keine randscharfe Begrifflichkeit, aber wer Problem, wer löst die Probleme? Sie also, müssen es loswerden, los. Sie sagen jetzt so ganz locker Teambildung. Welche Teambildungskompetenzen haben wir denn in den Unternehmen überhaupt? Gute Frage. Keine. Das ist in 99% der Unternehmen das Problem. Und im Fußball funktioniert es manchmal auch nicht. Genau. Und solange wir diese Kompetenzen nicht haben, brauchen wir gar nicht über Teambildung zu reden. So, überhaupt welche Kompetenzen? 40% der Fehler werden schon bei der Zusammenstellung der Teams gemacht, nicht im Betrieb eines Teams. Ja, und wiederum, wer entscheidet die relevante Frage, wie setzen wir ein Team zusammen? Wie ist das denn in der Realität? Es ist ja vorhanden, aber es ist nicht verbreitet. Das ist ja das Problem. Wir haben dieses Wissen, das ist erforscht. Aber wir wenden es nicht an. Wir wenden es seit 40 Jahren an. Jeder fühlt sich befähigt, ein Team zu gestalten. Und das Stückwerk da draußen haben wir jeden Tag betrachtet. Wohin? Ich weiß jetzt nicht, in welchen Unternehmen. Ich war 30 Jahre Geschäftsführer tätig. Ich weiß, wovon ich rede. In einem Konzern. Ja, ja. Mit vielen, vielen, 84 Tochtergesellschaften. Ich weiß, wovon ich rede. Aber es ist keine Kompetenz vorhanden. Also ich denke, Sie widersprechen dem ja überhaupt gar nicht. Aber es ist doch, was ist das grundsätzliche Problem? Weil wir haben natürlich, die Frage ist, Probleme werden eskaliert. Der Teamleiter, das heißt die Mitarbeiter, die die operative Führung haben, die die größte Führungsspanne haben, die tagtäglich mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten, die haben kaum Entscheidungskompetenzen an der Gestaltung, der Zusammensetzung eines Teams. Wer macht das denn eigentlich? Wer wird denn daran befragt? Das heißt, Probleme werden, das war jetzt letztens auch der Gedanke, die Auswirkung der Störungen in der Verantwortungskultur. Probleme werden von unten nach oben eskaliert und bleiben dann gerne dort oben auch liegen. Und dann halt eben ist die Frage, wessen Aufgabe wäre es dann, bestimmte Probleme zu lösen? Warum wird denn eskaliert und warum ist die Problemlösungskompetenz nicht dort, wo das Problem entsteht, sondern Probleme werden eskaliert. Und dann haben wir nämlich das, was wir Verantwortungskonfusion nennen, dass Probleme von Leuten gelöst werden, die auf Deutsch gesagt keine Ahnung davon haben. Ne? Die, nämlich ganz, ganz weit oben oder sie bleiben dort liegen. Bitte schön. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ein Aspekt, den ich auch noch sehe, da noch gar nicht Erwähnung gefunden hat, nämlich die Politik. Und Teams werden zusammengesetzt nach einer politischen Entscheidung, auch mitunter mal. Natürlich. Irgendeiner trifft die Personalentscheidung und das Team wird aber nicht gefragt. Das ist das Team entstanden aus einer politischen Erwägung heraus, ist aber nicht optimal besetzt. Alle wissen das und das Team kann dann die Probleme, die auftreten, aufgrund dieser politischen Entscheidung genau. Gar nicht alleine lösen. Das heißt, die Mitarbeiter haben gar keine andere Wahl. Als das Problem zu eskalieren. Die Frage ist nur, und das ist dann auch der Grund, das ist ein Teufelskreis, die Eskalation bleibt bei der Führungskraft liegen, genau. Weil die ganz genau weiß, dass sie eine falsche Entscheidung getroffen hat. Genau. Ich kann dazu auch mal eine Frage stellen. Das ist ja toll, Ihr Vortrag. Ja? Nein. Es sollte auch nur ein Impulsvortrag sein. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Guck mal, weil immer so, Demokratie ist immer gefallen. Also, ich glaube, dass. Das ist ja zu meiner Sicht auf die Dinge. Ich glaube, dass viel Wissen schon da ist. Ne? Also die Führungskraft weiß, unabhängig von der Ebene, sie sollte Rückdelegationen eigentlich nicht so ohne weiteres annehmen oder Eskalation, wie Sie das beschreiben. Ne? Aber die Frage ist, dann habe ich die Fähigkeit, mit dem Wunsch einer Rückdelegation umzugehen. Also wie kann ich die wieder zurückgeben und wie kann ich das Nächste tun, dass ich die befähige. Ne? Ich muss ja nicht mit dem Experten in seiner Fachlichkeit konkurrieren. Wie kann ich das Team befähigen, doch problemlösungskompetent zu werden, also nicht in die Eskalation zu werden. Ein weiteres auch, ich finde das immer so schön, wenn wir von Partizipation sprechen, das ist, wie helfe ich denn einer Führungskraft, wenn sie in die Situation kommt, ich weiß, ich bin vom Erfolg des Teams abhängig und die Teamfähigkeit des Einzelnen, dass sie also interkomplement, bla bla bla, das ist ganz, ganz bedeutsam. Ne? Ich weiß das, so jetzt aber hat er die Fähigkeit, das auch tatsächlich umzusetzen, zum Beispiel bei einer Auswahl.
Und jetzt kommt das andere, die Führungskraft, Sie haben ja gerade gesagt, Sie waren Geschäftsführer, da kennen Sie das, in welchem Kreuz Sie da stehen. Sie sind mit einem Bein auf der falschen Seite der Linie. Ich darf dem Team die Bewerber gar nicht zeigen. So, Vorgaben und Standards. Ich darf das gar nicht. Genau, Vorgaben und Standards. Wie will ich also die Partizipation sicherstellen? Also das Involvement bei der Auswahl von 13 Bewerbern auf eine Stelle, da darf ich nicht einen einzigen Namen nennen. So, das heißt also, Vorgaben und Standards bieten kaum einen Schritt nach rechts oder links. Und das heißt eben, weil der Rahmen, in denen wir in den Organisationsprozessen gefesselt sind, aufgrund, und jetzt kommt noch ein Thema dazu, das habe ich noch gar nicht erwähnt, das am Horizont heißt das die Digitalisierung der Arbeitsprozesse. Und dann können wir uns mal Gedanken darüber machen, ob dann der Freiheitsgrad, der Mitarbeiter, Teamleiter, Bereichsleiter, egal auf welcher Ebene, weil das antizipiert, dass die Bereichsleiterebene alle Kompetenzen immer hätte, das ist ja auch gar nicht so ohne weiteres der Fall. Das heißt, wie entwickelt sich die Arbeitswelt und wohin steuern wir eigentlich? Und das ist genau, also in meiner Wahrnehmung, diese erlebte Ohnmacht und diese erlebte Demotivation, wo einfach letzten Endes viele sagen, ja, da können wir ja sowieso nichts dran ändern. Und dann, was ich auch noch erlebe, ist eine mangelnde Streitkultur und eine mangelnde Bereitschaft, sich konfrontativ mit den nicht funktionierenden Systemen auseinanderzusetzen, weil man im Rahmen von Hierarchiemodell, also das ist meine Erfahrung, das heißt nicht, dass es einen Anspruch auf Richtigkeit hat, aber in meiner Wahrnehmung, je weiter ich nach oben komme, desto mehr haben wir diejenigen, die denen da oben nach einem Mund reden, anstatt klar in die Konfrontation zu gehen und zu sagen, das geht so nicht. Das ist mein Erleben, wie gesagt, keinen Anspruch auf Richtigkeit, und das ist etwas, wo ich hatte gerade mit in einem Unternehmen, da ging es dann darum, Energiewirtschaft, die werden ja auch gerade von rechts nach links gedreht. Ich gucke dich nicht an, es ist nicht RWE. So, und Kompetenzmodelle und allem, was dazugehört. Ne? Und das haben die Führungskräfte alle durchlaufen. Und jetzt gibt es eine sogenannte Führungswerkstatt. Wir haben drei Module. Und dann der Geschäftsführer mit den Abteilungsleitern. Und dann hieß es, ja, wir machen das dann so. Dann arbeiten Sie mit den Abteilungsleitern. Und der Herr Geschäftsführer kommt dann im Rahmen von Kamingesprächen dann dazu. Und dann habe ich gesagt, ja, und was macht der dann? Ja, dann stellt der so seine Ideen vor. Da sage ich, ja, und warum können wir das nicht zusammen machen? Ja, aber es ist schon so, dass einige Abteilungsleiter da drin sind, wenn der Herr Geschäftsführer dabei ist, dann kann das schon sein, dass die nicht mehr so offen und frei reden. Da sage ich, aber das sind schon Abteilungsleiter, die ungefähr 200 Mitarbeiter führen. Ja, ja, das schon. Aber da kann man sich mal überlegen, was finden wir dann in dieser Runde für eine Konfrontationskultur? Und das ist ein ganz altes Modell von Bernd. Das heißt vertikal, dass wir mal, ich arbeite sehr oft horizontal und immer auf dieser Ebene. Was völlig fehlt, ist eine vertikale Vernetzung der Führungsstrukturen, die sich mal kontrovers mit bestimmten Themen auseinandersetzt und einfach mal auch mit unterschiedlichen Meinungen und mit dem Nichtfunktionieren eines Systems auseinandersetzt. Das ist meine Wahrnehmung, wie gesagt, nur ein Beispiel. Es gibt mit Sicherheit auch andere. Nur eine kleine Ergänzung aus meiner Konzernrealität, auch wenn es im Konzern erkannt wird, bei uns ist ein Thema, das wir über Jahrzehnte hinweg Personen zu Führungskräften gemacht haben, die am Ende ihrer Fachkarriere waren. Mhm. Und die sind entsprechend jetzt auch auf den Bereichsleiterebenen. Die haben diese Kompetenzen nicht erlernen können. Mhm. Also, wenn aus ganz viel Eigenmotivation vielleicht, und wenn jetzt dann sozusagen es ist schwer für sie, sich die Zeit zu übrigen, das hat man erkannt, das finde ich schön, in denen gibt man ihnen jetzt Führungstrainings. Ja. Die sind ganz großartig. Da lernen die das jetzt auch. Die lernen das, wenn man denen dreimal drei Tage erzählt. Genau, und dann haben die das gelernt. Ja, dann haben die das nämlich gelernt. Die haben danach ein Zertifikat. Und dann ist es klar. Genau, Führungskräfteentwicklungsprogramme. Was ich auch sehr schön finde, ist, wenn wir uns dann die Führungsriege meines Konzerns vorstellen, die treffen sich dann zum Thema Führung und Innovation. Auch wirklich großartig, dass man sich Zeit dafür nimmt. Okay. Das kam nur ein bisschen zynisch rüber bei mir. Okay, aber es ist gut, dass Sie es korrigieren. Okay. Dann fängt diese Veranstaltung an mit 2,5 Stunden frontal Vortrag.
ich denke, wir haben auch eine prägende Kraft dieser bestehenden Führungskultur. Denn das, was er sagt, ist richtig. Die sind ja schon durch diese Organisation 15, 20 Jahre geprägt. Und wo ist der Paradigmenwechsel? So, gute Frage. Und deshalb würde ich gerne im nächsten Schritt Sie in kleine Gruppen, ich habe ein paar Leitfragen formuliert, das ist nur eine Orientierung. Sie können die Fragen nehmen, Sie müssen die Fragen nicht nehmen. Nehmen Sie die Fragen, die Sie einfach im Kopf haben. Was spricht mich beim Thema Verantwortungskultur besonders ab? Wie erleben Sie den Bereich Verantwortungskultur? Wie erleben Sie die Verantwortung in den oberen Führungsebenen, auf den Teamleitern? Aber auch vielleicht mal zu fragen, wenn Sie selber Führungskraft sind, wem nehmen Sie denn gerne Verantwortung ab? Das könnte auch mal eine reflektive Frage sein. Also, weil wenn man so sagt, ich mache ganz schnell. Vorschlag wäre, so Dreier-, Vierer-, Fünfer-Gruppen zu bilden und von der Zeit her vielleicht bis halb. Ja, im nächsten würde ich gerne mit Ihnen diese Splitter- und Gedankenfragmente sammeln, wohl wissend, dass wir auf diese schwere oder auf diese Fragen keine Antwort finden. Und ich finde, was ich so mitbekommen habe, ganz, ganz spannend, weil die Unternehmensrealitäten sind so unglaublich verschieden, in denen, je nachdem, was unser eigenes Erleben ist. Aber für uns als Coaches ist natürlich die relevante Frage, wie finden wir Orientierung? Weil wir haben Kunden aus, also ne, die Kundenstrukturen von uns, sind wir im sozialen Bereich unterwegs, haben wir eine ganz andere Realität als in Konzernstrukturen, haben wir ein Dienstleistungsunternehmen oder produzierendes Gewerbe. Und wenn wir als Coaches unterwegs sind, können wir uns fragen, konzentrieren wir uns auf eine Branche und werden dann da auch als Experte unterwegs sein oder sagen wir, okay, wir sind unterwegs und wir brauchen selber Orientierung, um auch hier mit den richtigen Fragen unsere Kunden zu begleiten und dann mit unseren Kunden gemeinsam und vielleicht da als Sparringspartner die relevanten Antworten zu reflektieren, zu finden. Und deshalb bin ich gespannt auf die Gedankensplitter, die jetzt von Ihnen kommen. Und darf ich einfach jede Gruppe bitten, einfach so ein paar Gedanken, die Sie während Ihrer Diskussion hatten. Und die Frage war ja, was ist wichtig für die Zukunft? Wie geht es weiter? Und worauf sollten wir ein Stück weit achten? Und hier vorne hängen ein paar Nadeln. Das Prozedere brauche ich nicht zu erklären unter professionellen Kollegen. Wer möchte anfangen? Ich möchte dann ein bisschen die Bühne freigeben für die Kollegen. Ja, los, Cordula. Du übernimmst die Verantwortung für deine Gruppe. Ich lege jetzt erstmal alle auf, weil das so Fragmente sind. Ich möchte aus Zeitgründen nicht zu jedem was sagen. Nee. Aber wir kamen ganz schnell beim Thema der Verantwortung in Organisationen darauf, auf Kulturfragen. Mhm. Das war ganz spannend. Und zwar im Grunde geht es darum, auch mal kritische Meinung zu äußern. Und inwieweit ist das denn gewollt? Und genau. Das Thema Fehlertoleranz. Und gerade das aktuelle Beispiel VW ist da ja nochmal ganz spannend. Ja. Ich habe das Ganze hier auch nochmal befeuert, wie der Kollege sagte in der Diskussion. Wer hat denn da jetzt die Verantwortung übernommen? Ja. Und jetzt gucke ich nochmal auch momentan, dass wir sagen, wie klein oder groß können wir das nehmen in Organisation oder auch gesellschaftliche Verantwortung, auch gerade die Flüchtlingsthematik, ja, was wir gehört haben. Geht es auch darum, zukünftig eine globale interkulturelle Verantwortung zu übernehmen? Ja, wir haben uns selber für die Zukunft auch weiter diese unbequemen Fragen zu stellen als Coach, also über die Hierarchien hinweg. Dann auch die Chancen aufzuzeigen, die Verantwortung auch hat. Und dann war auch nochmal das Thema die Verknüpfung von Fach- und Führungskompetenz sofort von Anfang an zu verbinden. Und wir sind bei Kultur auch schnell bei einer Wertediskussion. Also das Thema wie Integrität. Dann auch nochmal gefallen. Und dass wir uns wünschen, dass die Diskussion oder der Dialog überhaupt stattfinden darf und kann im Unternehmen zum Thema Verantwortung. Du hast mir immer so ein schönes Bild gegeben mit diesem Kasten, wo das so klar ist, Führungskraft und Mitarbeiter und auch diese Graubereiche. Bei manchen Dingen ist es ganz klar und bei manchen weniger. Und das ist ein gutes Bild oder Metapher, um in die Diskussion genau zu kommen. Und oft sind das Themen, die sind manchmal nicht beliebt, weil dadurch so viel klar wird, aber das wäre sowas, wo wir sagen, da muss es mehr Raum für geben. Und wir werden spannende Themen auch, da meine Truppe hier vorne, auch zum Thema gerade nochmal VW, das bezieht sich an, aber auch die Flüchtlingsdiskussion, inwieweit übernehmen wir persönlich auch Verantwortung, die Fragen können wir auch ganz ja,
Ja. Erstmal Dankeschön, genau. Also wenn dann. Vorschlag einfach eine Gruppe nach der anderen. Ja. Weil ich gerade das Gefühl hatte, es war sehr wirr, ja. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Also wir sind relativ schnell vom Thema Verantwortungskultur zum Thema Fehlerkultur gekommen, zum Thema Vertrauenskultur. Also was heißt es denn, wem wird denn hier Vertrauen geschenkt? Dann was heißt, oder wir haben so überlegt, es fängt von oben an, was heißt denn eine reife Geschäftsleitung, Führung? Inwiefern ist die Vorbild bezüglich dieser Dinge? Inwiefern übergibt sie auch wirklich Verantwortung? Dann sind wir auch beim Thema Werte gelandet. Und auch so noch dem Fokus, dass wir sagen, wichtiger Punkt für uns als Coaches, danach zu fragen, da auch vielleicht zu unterstützen bezüglich dem Warum. Ne? Also guckt ihr eigentlich nach eurem Warum? Das ist ein gutes Beispiel. Guckt ihr nur dahin, Marktführer beispielsweise zu sein? Und die haben eben gesagt, nee, wir möchten weiterhin gute Qualität bieten, etc. Also ein verkürztes Sommer. Dann natürlich als Coach zu gucken, wie schätze ich denn da den Kulturwechsel ein bezüglich der Verantwortungskultur? Ist da schon was passiert? Oft ist ja so, man denkt, es hat sich nichts getan und wenn man näher guckt, dann hat sich doch was verändert oder getan. Und wir haben Thema Digitalisierung, das hattest du auch schon angesprochen, ne? Einfach auch nochmal so unterstützt und gesagt, was heißt es denn heute, das Thema Führung, jemanden nicht mehr zu sehen, also auch da brauchst du Know-how von unserer Seite, ne? Was heißt es dann, genau. Jemanden zu unterstützen, wenn er Multilevel-Teams, multikulturelle Teams, Multi, was weiß ich, Teams hat. Und damit sind wir auch gelandet beim Thema Agilität. Auch ein schönes Wort und auch da brauchst du für Unternehmen Agilität, für einen Coach Agilität. Und ein ganz, ganz wichtiges Stichwort war bei uns das Thema Rollen. Eine der wichtigsten Ressourcen, Fähigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten, die wir auch haben als Coach, dass wir zur Rollenklärung beitragen und da auch Hinweisen drauf. Habt ihr das geklärt? Wie habt ihr das geklärt? Das ist in mehrfacher Hinsicht wichtig. Wir hatten ein Beispiel, das Thema Controller wurde in unserem Fall jetzt erstmal nur von der Benennung eine andere, aber auch gleichzeitig von der Rolle eine andere, nämlich Controller steht nicht hinter jemandem mehr, sondern ist eher eine beratende Funktion. Damit verändert sich das Rollenbild, die Zusammenarbeit, und auch die Unterstützung. Und es geht nochmal weiter in Richtung der Rollen Gen Y, also Generation Y. Welche Rollen, wie definieren die sich in ihren Rollen? Und ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Beim Thema Holacracy ist es ja so, dass sich Unternehmen wirklich darüber hauptsächlich ihre Hierarchie in Anführungszeichen aufbilden, dass sie Rollen definieren. Rollen und dann Teams darum bilden. Das heißt, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema da. Spannende Themen. Ja. Ja. Das war auch halt eben, ich hatte das so als Fragment mitbekommen, du hattest das vorgestellt, unsere Kinder damit um, wenn die auf einmal auf die Unternehmensrealität treffen. Ich habe das mitbekommen, wie du das erzählt hast, bei unserem Schwiegersohn ist das in gleicher Weise, der versteht die Welt nicht und hat überhaupt keine Lust, in dieser Organisation zu arbeiten und ist jetzt gerade 30 geworden und überlegt gerade, was macht er hier eigentlich und ist ziemlich orientierungslos und auch nicht gerade sehr motiviert, in diese Form des Arbeitslebens einzusteigen. Also das finde ich auch ganz, ganz spannend aus einer ganz persönlichen, privaten Perspektive bei Menschen, die uns so. Und dann ist auch die Frage, was haben wir jetzt für Antworten auf die Frage? Der hat mich gefragt, immer, ist das eigentlich überall so? Und wenn ich ihm dann sage, es gibt auch andere, aber nicht so viele, aber wenige. Genau, und das ist wirklich eine große Herausforderung. Also das habe ich auch als Fragmente bei euch mitbekommen. Ja. Hier unten haben wir die Agilität. Also das scheint auch. Ja. Hoppla, jetzt. Agilität, Integrität, Verantwortung leben.
heißt Offenheit natürlich in der Organisation. Und das ist genau das, was sicher in hierarchischen Organisationen im letzten Jahrtausend unter die Räder gekommen ist. Wo tun wir das hin? Reife GL, reife Vorbilder. Mhm. Ja, wie? Können wir das hinten anschauen? Ja, los. So, jetzt besser. Ja, Dialogfähigkeit überhaupt. Wie können wir, wo haben wir gelernt, mit anderen umzugehen? Man hat das, die Fähigkeit zwar selbst entwickelt, aber was mir auffällt oder was wir auch diskutiert haben in der Gruppe, da habe ich natürlich auch so ein bisschen zum Schwarz-Weiß-Denken neige ich, wo lernen wir denn mit uns selbst und mit anderen umzugehen und wie entwickeln wir diese Fähigkeiten? Und ich denke jetzt bei einer Scheidungsquote von 43% in 3 Jahren, stelle ich fest, Kommunikation scheint schon in der kleinsten Einheit, Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft, nicht zu funktionieren. Und dann frage ich mich, warum soll es in Unternehmen funktionieren? Also das wäre dann das Thema Dialogfähigkeit und Dialoge führen und kommunizieren. Wie gehen wir mit anderen um? Dann haben wir wieder Integrität, innere Haltung, Antrieb und Führungskräfte auch wertschätzen. Das ist so sicher auch etwas, wo wir die Frage stellen können, wie hilflos ist denn so eine Führungskraft und wie kann man ihr helfen, wenn man unterstellt ist. Ich denke, das ist auch ein Teil der Aufgaben, die da auf die Teams zukommt. Und zu guter Letzt haben wir das Thema Soft Skills. Im Führungsbereich, eine Führungskraft, je weiter sie in der Hierarchie nach oben kommt, desto weniger fachliche Fähigkeiten braucht sie. Sie braucht im Grunde genommen persönliche Eigenschaften, die sie führungsfähig machen. Und das geht schon auf der untersten Hierarchieebene los. Wer 10 Leute führt, da entscheiden die persönlichen Eigenschaften, ob er das überhaupt hinkriegt, ob ihm andere folgen. Und das wäre auch dann meine persönliche Definition von Führung, da haben wir auch in der Gruppe drüber gesprochen, ist, einen Raum zu schaffen, dem andere anbieten und in dem sie Leistung bringen wollen. Das ist, denke ich, ein ganz guter Thema. Ja, ich denke, da ist ja auch die Perspektive hierbei, führen und geführt werden. Also ich bekomme, genau, und dann die Führungsbeziehung, die Gestaltung der Führungsbeziehung zu einem Mitarbeiter. Und wenn der von mir nicht geführt werden möchte, dann kann ich Gott weiß was machen. Aber genau da ist ja die Frage, was brauchst du, damit du dich auch von mir führen lassen willst? Und da war eine Karte da so gesagt, dass wir den Führungskräften dabei helfen. Oder, also ich würde es auch so definieren, dass wir lernen, dass die Führungskräfte ihre eigenen Lösungen und Ideen finden. Also ich sehe uns da auch eher so als Wegbereiter, weil er muss die Kraft aus sich selbst herausbekommen, dass wir nicht als Experte unterwegs sind und sagen, wir wissen, was gut für dich ist, sondern mit auf die Entdeckungsreise in diese Persönlichkeit gehen und sagen, was hast du alles und wie kannst du das, was du in dir trägst, heben, damit du das in deiner täglichen Arbeit aus dir heraus völlig authentisch und in deiner inneren Steuerung dann auch so machen kannst. Weil es ist immer die Frage, so von außen ist dieser Ratschlag, ne, mach es doch so und so. Natürlich wissen wir auch, es geht auch Coachen mit Ratschlag, aber dann eher vielleicht mit der Idee des Ideenkellners, die ich einfach von Gunter Schmidt total schön finde, einfach bestimmte Dinge auf das Tablett legen und dann zu sagen, guck doch mal nach, was da von dir ist. Also schon mit unserem Expertenwissen auch zu arbeiten. Spannend. Super. Nächste Gruppe. Wir haben, glaube ich, noch. Ich würde noch gerne ergänzen. Gerne. Also und zwar die These, die Sie formuliert haben, so man muss auch gucken, ist jemand eine Führungspersönlichkeit? Ja. Das hat so ein bisschen was Fatalistisches. Ja. Das hat sowas von, das können nicht so viele und da braucht man so eine ganz besondere Persönlichkeit für. Und da hätte ich gar nicht so eine Hochachtung. Also wenn jemand bereit ist, Menschen zu führen, zu begleiten, mitzunehmen, und man sagt ja heute immer mehr, sind so die extrafunktionalen Kompetenzen erfolgsrelevant, nicht nur mein BWL-Studium oder mein Ingenieurstudium oder mein Psychologiestudium, dann finde ich, es ist umso mehr die Herausforderung, Menschen ganz früh zu begleiten, die bereit sind, in eine solche Persönlichkeit hineinzuwachsen und die eben durch Coaching oder durch
ein Komplementärangebot aus Expertenberatung und Coaching dahin zu begleiten, aber auch mit so einer süßen Demut, ja, zu sagen, das ist ein Angebot. Ja. Und entweder love it or leave it. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, habe ich nichts mehr am Mut mit Führung, ich genau, mache lieber meine Expertenkarriere. Ja, und deshalb würde ich, bin ich immer so, es gibt so Klienten, die kommen zu mir ins Coaching und sagen, oh, kann ich nicht, das ist nicht meine Art, Menschen zu führen. Die haben so eine unglaubliche Hochachtung. Ich glaube, da kann man viele Menschen hinentwickeln. Das ist so ein bisschen außen vor in den ganzen Hochschulkontexten. Ne? Da erlernen wir erstmal Expertenwissen. Aber man sollte da ruhig offen sein. Ne? Vielleicht der Reihenfolge 1, 2 von der Reihenfolge her. Ja. Ob jetzt Bereitschaft oder Wollen. Also ich lerne auch bei Trainings oder so. Mich kommt immer darauf an, wollen Sie überhaupt führen? Ja? Und was motiviert Sie zu führen? Also warum wollen Sie das tun? Wollen Sie irgendwie in der Karriere hochklettern oder so, da haben Sie wirklich ein Anliegen. Ne? Und das macht den Unterschied und da kann man sehr, sehr viel lernen, da bin ich total dabei. Ich wollte nur zum Thema Führung noch eins ansprechen. Wir haben immer so eine Top-Down-Perspektive im Moment. Ja? Das heißt, Selbstführung ist gefallen, das ist okay. Ne? Und ansonsten führe ich ja. Ne? Aber je nachdem, wo Sie sind, ja, im Unternehmen, da haben Sie Mordsmollys unter sich. Ja? Also unter sich jetzt im Sinne, ne, dieser Hierarchie. Das sind Mordsmollys und die führen Sie auch. Ja, also die führen bottom up. Was sind denn Mordsmollys? Also Sie führen Mordsmolly? Ja. Ich würde sagen, das sind richtig, richtig tolle Frauen und richtig tolle Männer, die es irrsinnig drauf haben. Ach so, und die jo. Einen Entwicklungsraum für sich fordern. Und wenn Sie den nicht geben, dann kicken Ihnen die weg. Das heißt also, Sie sind auch gut beraten, sich mal von denen führen zu lassen. Also ich wollte nur mal einmal in das Gespräch reingehen, eine Bottom-up-Perspektive. Ist die Führungskraft auch bereit, sich mal bottom-up führen zu lassen, wenn sie so tolle Leute hat, ja? Mhm. Weil die können das auch. Wollte ich mal abholen. Ja, also, danke. Danke. Das ist vielleicht ja schon der Begriff situatives Führen und jetzt die Führungskraft. Und dann könnte man das Gefühl bekommen, dass es um eine universelle Führungskraft gibt, in der sich mit Jahren all das Wissen und Weisheit anwandelt, die Welt zu führen in allen Perspektiven. Das finde ich ein sehr romantisches und schönes Bild. Möchte nur dem entgegensetzen, dass man auch da an der Passung denken kann. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Führungstypen, die in unterschiedlichen Kontexten ihre Stärken entfalten können und wo es zur Passung kommt. Und das kann ich gerade in größeren Unternehmen, ja durch ein Portfolio wunderbar auf bestimmte Lebenszyklen von Organisationen hindurch auch ein bisschen entwickeln und tauschen. Das heißt, die Führungskraft, die muss es nicht geben, um das nochmal zu sagen, braucht deswegen auch nicht Ehrfurcht davor zu haben. Ja, genau. Gott gleich, ne? Dankeschön. Ich glaube, Sie wollten die... Ja, völlig gut. Passt. Alles klar. Gut. Also sehr viele von den Begriffen, die bei uns in unserer Gruppe aufgetaucht sind, sind hier auch schon erschienen. Ich hänge mal alle von uns auf, will nicht unbedingt zu jedem etwas sagen. Was bei uns vorgekommen ist, was uns alle sehr interessiert, wo wir denken, das ist sehr wichtig, ist einmal Transparenz im Unternehmen für Verantwortung. Inwiefern ist die gegeben? Dann auf der praktischen Seite, also in Bezug auf Verhalten, die Teilung von Informationen, wie wird damit umgegangen? Dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht darüber, wie Transparenz und aber auch Informationen im Zusammenhang stehen mit Machterhalt und auch generell, wie Machterhalt bei eben der Übernahme oder der Verantwortungskultur überhaupt zum Tragen kommt. Machterhalt von wem? Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel der Führungskräfte, die dann Verantwortung abgeben wollen oder Verantwortungshierarchien verändern wollen. Zum Beispiel, also so ganz in die Tiefe. Ich bin nicht so recht. Also was ist die Frage oder was ist, was steckt hinter dem Substantiv Machterhalt? Was war der Punkt an dem? Also der Punkt, soweit ich jetzt mich da erinnern kann, war, inwiefern der Machterhalt ein Motiv ist, um in der Verantwortungskultur gewisse Richtungen einzuschlagen. Inwiefern der eine Rolle spielt. Das ist kurz ergänzend. Ja. Der Leitfaden war ja, wie erleben Sie die oberen Führungsstufen in der Übernahme mit Erfahrungsordnung? Und die Sichtweise war, glaube ich, dass eine Veränderung der Verantwortungskultur dadurch behindert wird, dass obere Ebenen einfach durch Machterhalt geprägt sind. Aber im Leitfaden
Informationen und Entscheidungskompetenzen für sich behalten und dadurch das Verändern einer Kultur deutlich erschwert. Als Gegenkraft gegen Einführung zu Patriarchat. Ja, also als Punkt, den man auch in Betracht ziehen kann, muss. Gut, ein weiterer wichtiger Faktor, den wir mehrfach angesprochen haben von allen Seiten, wir waren mit 7 Personen, also jeder hatte dann auch einen etwas kleineren Anteil zeitlich, war Fehlerkultur. Das ist also auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, die Fehlerkultur, da muss man sich genau anschauen, wie ist die in den Unternehmen ausgeprägt und wie wird damit umgegangen. Das Thema Fehlerkultur wurde ja auch schon mehrfach genannt. Ist das dann auch gleichzeitig mit der da verbundenen Kontrollkultur diskutiert worden? Weil Fehler ist das eine, aber Kontrolle ist das andere? Oder war das in dem Kontext nicht die Diskussion? Bei uns war das die Diskussion, dass wir sagen, okay, wir übernehmen gerne Verantwortung, wenn das heißt, es ist jetzt an die Bevölkerung geknüpft, aber wenn jetzt ein Fehler passiert, dann gibt es einen Schuldigen. Ah ja, okay. Weise, und dazu sagen, wenn Verantwortung diskutiert wird, muss es im Zusammenhang mit Fehlerkultur sein, also eine höhere Fehlertoleranz zu haben. Okay. Wie geht man damit um? Wie Toyota, die auch gesagt haben, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, aber wir wollen davon lernen. Ja. Der darf nicht nochmal passieren und es wird der bestraft, der den Fehler nicht meldet. Also irgendwie, das ist nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Ja. Okay. Danke. Ein weiter wichtiger Punkt war die Vernetzung. Also wir sind, sagen wir mal, unterschiedliche Abteilungen, die da in der Verantwortung stehen oder wo sich die Verantwortung verändern. Wie sind die überhaupt vernetzt? Das hat auch einen sehr großen Einfluss darauf, wie eben dann solche Entwicklungen laufen können. Und dann hatten wir diskutiert ein Beispiel, das dann konkret war, wo man eine Erfahrung gemacht hat, dass Freiwilligkeit und ein Minimum an Vorgaben Spielräume für Aktivität schafft. Und wo dann eben bei dieser konkreten Anwendung auch gute Ergebnisse rausgekommen sind. Als letzten Punkt haben wir dann sozusagen auch abschließend nochmal besonders festgestellt, oder dass man auch den Zeitfaktor berücksichtigen muss. Unternehmen möchten gerne immer schneller sichtbare Ergebnisse. Und das ist eben nicht in allen Fällen unbedingt möglich. Und das muss man nochmal besonders berücksichtigen, dass eben manche von diesen Veränderungen in der Kultur also auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Das sind ja auch teilweise Zustände oder Kulturen, die über Jahre gewachsen sind. Die kann man natürlich nicht immer unbedingt in einem Change-Prozess oder mit einer Maßnahme innerhalb überschaubarer Zeit regeln. Es ist immer schön, wenn man das Gras wachsen sehen kann, aber es lässt sich eben nicht immer umsetzen. Und deswegen ist der Punkt auch für uns von besonderer Bedeutung. Ja, und es ist halt eben auch die Frage, in welcher Kultur sind Führungskräfte über Jahrzehnte sozialisiert worden? Und dann legt man jetzt den Schalter um und sagt, jetzt muss es anders werden. Und dann mache ich halt eben genau diese, was wir eben gesagt haben, diese Development Center und sage, jetzt brauchen wir aber neue Führungskräfte. Und ich glaube, genau ja, diese... Auch nach 14 Tagen, wie sieht es aus? Haben sich alle schon verändert? Ja, genau. Okay. Ja, das waren unsere Punkte, die wir so arbeitet haben. Super, danke schön. Machen wir nochmal Zwischenapplaus. Super. Findet ihr noch Platz? Ja, ich glaube von hier. Ja, gut, dann. Vielen Dank, Rita, nochmal für deinen Impulsvortrag, weil ich finde, da hat ein weites Spektrum der Diskussionsmöglichkeit aufgemacht. Und so war das bei uns auch. Wir waren wirklich aus sehr verschiedenen Rollen, intern, extern, Militär gehabt, bis Konzern, Österreich, Deutschland, als gemischt. Also international. Deswegen sind wir auch so zweit hier vorne, weil die Kollegin hat, also wir sind darauf gekommen, dass diese Veränderung, die du beschrieben hast, mit Verantwortungsdiffusion auch neue Rollen sozusagen entstehen lässt und neue Methoden. Und da sind wir auf Scrum gekommen, weg von manchmal Projektmanagement. Und die Kollegin hatte ganz interessante Erfahrungen dazu auch. Ja, einfach auch, also wir führen das auch in der Hardware ein, also nicht softwarelastig, weil Scrum ist ja sehr in der IT. Mhm. Und haben eben die Erfahrung gemacht, dass es sehr gut funktioniert, weil dann eben die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Und sie müssen verbindlich sein, weil sonst funktioniert das eben nicht.
Und wenn irgendwie etwas passieren sollte oder das Projekt oder das Produkt nicht in Time abgeliefert werden kann, ist das gesamte Team verantwortlich. Genau. Ja. Und wir haben aber dann auch, ich habe das dann erwähnt, im Grunde gibt es trotzdem einen Letztverantwortlichen. Mhm. Ja. Und das ist halt trotzdem noch immer die Führungskraft, die aber bei Scrum sehr viel mehr strategische Aufgaben hat. Ja. Aber in dem Prozess hat das Team alleine die Verantwortung, was dabei herauskommt, hat zwei Begleiter, die versuchen, dieses Team also gut arbeiten zu lassen, dieses Scrum Master und Product Owner, und dadurch funktioniert das sehr gut, wenn es gut eingeführt ist. Mhm. Ja. Wir haben es auch schon erlebt, wo dann Teile weggelassen werden, also so Scrum Light, dann wird es schwierig. Ja. Aber meine Erfahrung ist, dass das höchste Irritationen auslösen kann, wenn man im Projektmanagement Scrum einführt, weil dort ist dann so eine isolierte kleine Welt in einer anderen Organisation. Genau. Hast du da Erfahrung? Oder Sie, Entschuldigung. Also da geht es halt dann auch um diese Wertschätzung, zu sagen, okay, wir machen jetzt mal ein Pilotprojekt. Und wenn das dann gut funktioniert, dann ist ein großes Interesse da, die gesamte Firma in diese Richtung umzuwandeln. Mhm. Wenn das nur als Spielfeld betrachtet wird und dann, naja, das war jetzt mal ganz nett, und dann wird es wieder nicht so, einfach nicht mehr so wichtig genommen, dann zerfällt das auch in Einzelteile und dann wird es ganz schwierig. Mhm. Weil dann sind die Mitarbeiter noch mehr frustriert, als sie es eh schon vorher waren, bevor das eingeführt war. Also wir haben beide Fälle schon gehabt. Sehr gut eingeführt, wo inzwischen auch eine Division in Polen jetzt umgewandelt wird, also von Deutschland nach Polen geht, wo das auch gut funktioniert. Und dann haben wir was erlebt, wo es gut eingeführt war, aber dann, das ist noch sehr inhabergeführt, obwohl es ein riesiges Unternehmen ist. Und wenn der oben sagt, nein, das interessiert mich jetzt nicht mehr, dann ist es nicht, dann findet es nicht mehr statt. Also ich denke, die Unternehmenskultur ist auch, spielt eine Riesenrolle, wie überhaupt das ist. Ja. Deswegen habe ich da auch diesen Brasilianer erwähnt, den Herrn Semmler, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, die führen, da bestimmen alleine die Mitarbeiter, wie es funktioniert, und die haben ihm auch ein Büro zugeteilt. Also er ist der Chef, aber die Mitarbeiter bestimmen alles, Urlaube, Schicht, alles. Ja. Und die sind das in den 1980er Jahren eingeführt, und inzwischen hat sich der Umsatz also in Rekordhöhen hinauf geschnatzt. Wegen Business sind die tätig? Die haben verschiedenste, die haben zugekauft, also sie haben, glaube ich, angefangen, also Technologien machen. Also was sie genau für ein Produkt haben, weiß ich nicht. Ja. Die produzieren, die handeln? Das ist Produktentwicklung. Also das Scrum funktioniert auch vor allem bei Produkten. Also Dienstleistung funktioniert. Da kommt es auch ursprünglich her, aus dem Maschinenbau. Ich weiß nicht, ob es bei der Flugsicherheit funktioniert. Militär glaube ich auch nicht, und Schule. Ist aber auch kurz ein Thema, weiß ich nicht. Aber bei Produkten funktioniert Scrum sehr gut. Wir haben das dann nochmal mit Coaching verbunden, weil ich beobachte als Ausbilderin, ich habe immer mehr Scrum Master in meinen Ausbildungen. Mhm. Die sagen, wir brauchen eine bestimmte Ausbildung, weil wir Scrum Master sind. Das ist jetzt eine neue Entwicklung, die ich beobachte, die auch viel Coaching-Bedarf haben. Mhm. Also da ist auch die Verknüpfung zum Coaching. Ja. Und wir haben noch ein ganz anderes Thema, das kam ja auch ab und zu, glaube ich, vor, Integration, Integrität, das hatten wir auch, also dass wir sagen, die Entwicklung, die du beschrieben hast, also die Verantwortung ist mehr verteilt, ich habe nicht mehr eine lineare, ich habe eine Matrix, ich habe Projekte, manchmal auch noch viele, heißt, ich brauche mehr Integrationskraft, ich muss mich verbinden, ich muss Schnittstellen, ich muss mich mit meinen Schnittstellen, aber auch mit allem anderen, ich muss mich maximal integrieren, weil die Verantwortung verteilter ist. Das kam ja auch schon mal vor. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir ganz lange das Thema Beteiligung diskutiert, wie viel Beteiligung, weil das war sozusagen das Einwechseln, Mitarbeiter entscheiden alles. Und dann haben wir gesagt, das ist eben wirklich sehr kontextabhängig. Im Militär geht es nicht, in manchen Produktionsstätten geht es bedingt. Und da muss man eben jeweils gucken, eher nach Sinnhaftigkeit, also Orientierung durch Sinn, anstatt durch Hierarchie und Mixer. Mhm. Und dann haben wir nicht auch noch dieses Thema Entscheidung gehabt, dass man sich dann auch oft so in eine Pattsituation bringen kann, wenn alle in die mitreden und dass dann gar keine Entscheidung mehr getroffen wird. Ja. Das war auch kurz ein Thema. Genau, ich hatte eine Organisation aus der Entwicklungshilfe, die quasi ohne Führung, also Führung war quasi verteilt auf alle, und die haben sich dann eine Moderation geholt, weil sie gar keine Entscheidung mehr treffen.
Das war sozusagen das andere Extrem. Und dann haben sie sich wieder jemanden gewählt. Das wäre ja jetzt, genau, das wäre ja dann auch genau diese Kompetenz, was brauchen wir, um unterschiedliche Meinungen so zusammenzuführen, dass wir dann unterm Strich doch entscheiden. Und dann ist die Frage, in welchem Prozess läuft das? Und dann ist ja die Frage, ist dann der letzte Entscheider immer derjenige, der einen Stern mehr auf der Schulter hat und dann sagt, ich entscheide jetzt? Oder gibt es auch eben eine Kompetenzentscheidung in einer Gruppe herbeizuführen, wo man, also das ist mit Sicherheit nicht die Variante, der kleinstmögliche Kompromiss zu finden. Ich glaube, das reicht oftmals nicht. Aber wie können wir auch lernen, mit kontroversen Einstellungen, Einschätzungen umzugehen, ohne dass wir alles immer angleichen müssen, aber trotz alledem in der Handlungsfähigkeit bleiben. Und das ist ja auch eine Form, wie wir Menschen ausbilden, genau damit auch umzugehen. Ja, spannend. Dankeschön. Super, Dankeschön. Ich glaube, jetzt haben wir noch eine Gruppe. Oh, alle drei. Die große Gruppe. Ja, also wir haben auch viel gesprochen über Verantwortung in der Führung, dass es immer herausfordernder wird, Verantwortung zu übernehmen. Eben aufgrund der Matrix-Organisationen, aufgrund auch des Mehrgenerationenhauses, dass man hat die Generation X und Y und dann kommt noch Z nach und jede Generation hat andere Bedürfnisse und es wird für Führungskräfte immer herausfordernder, dem zu begegnen. Und ja, auch das Thema Digitalisierung haben wir besprochen. Und es ist ja auch so, dass vieles alt gewachsen ist. Und gerade durch die neuen Generationen wird auch gerade viel verändert. Da hatten wir auch ein Beispiel, wo es eben eine hierarchische Struktur gab und in dieser hierarchischen Struktur ist dann eine sehr offene Struktur entstanden, wo die Mitarbeiter sehr viel Handlungsspielraum haben und sich selbst zu Teams und zu Themen zusammenfinden können. Und da war so das Ergebnis, dass die oft mit dieser neuen Struktur noch nicht umgehen können, weil das noch alt ist und von der alten Struktur noch nicht gelöst ist. Ja, und deswegen war unser Fazit sozusagen, dass wir haben da mehr auf die Führungskräfte geschaut und haben gesagt, wir müssen die Führungskräfte sozusagen dazu befähigen, damit umzugehen und auch nicht allein stehen lassen. Das heißt, ein Punkt war, dass wir gesagt haben, es ist wichtig. Nadeln sind außen rechts. Ich glaube, keine Nadeln mehr. Doch, gibt es noch. Nein, hier gibt es noch. Die Führungskräfte dazu zu befähigen, auch Coaching-Werkzeuge anzuwenden, um dann auch mit dieser Komplexität, die da gegeben ist, besser umzugehen. Ja, ich setze da noch eins drauf. Also wir haben auch gedacht, also das Thema auf die Führungskräfte zu beschränken ist zu wenig. Ich meine, das ist ja unsere Profession, wir leben ja davon, dass die eigentlich mit diesen Anforderungen, die es heute gibt, alleine, zumindest nicht ständig, zurechtkommen, sondern äußeren Input oder äußere Ergänzung brauchen. Und ich glaube, das muss man einfach realisieren, das also an den Führungskräften festzumachen, das Thema Verantwortung ist zu wenig, gerade auch in Verantwortung reinzuwachsen. Wir werden ja alle nicht geboren als Führungskräfte oder Vorsicht vor denen, die sich als Naturtalente begreifen. Die sind oft gefährlicher als die, die sagen, ich habe da was zu lernen. Aber unsere ganze Branche geht doch davon, dass wir die Leute in diesen Sachen da unterstützen. Und das ist aber auch eine Realität, das ist kein Defizit, sondern ist einfach eine Realität. Deshalb gibt es Coaches. Ist doch gut. Das ist jetzt kein Draufsetzen, sondern eher eine Ergänzung noch oder vielleicht konkretisieren, was steht auch da, das haben wir auch diskutiert. Wie könnte das denn konkret aussehen? Dann war das Hilfe zur Selbsthilfe ja auch, das passt so ein bisschen zu der Toolbox auch. Wir haben dann diskutiert, dass es hier auch nur beschränkte Zeiten gibt und wie man diese Zeiten auch in der Realität auch optimal nutzen könnte. Dann hat man gesagt, das, was uns da helfen würde, ist Dinge auch, auch wenn es kleinteilig wird, tendenziell eher erlebbar zu machen, spürbar zu machen, als es einfach nur zu erzählen. Also wir hätten jetzt auch überlegen können, wie wir unsere Ergebnisse jetzt hier erlebbar machen und alle müssen sich mal bewegen und haben nicht die Situation, wie sie gerade haben, so müssen waren wir jetzt nicht. Oder von denen sind wir nicht gekommen. Aber das ist eigentlich das Thema Verantwortung lernen durch konkrete Beispiele und das Erleben. Wie können wir das, was wir an Coaching-Tools vielleicht schon haben, daraufhin nochmal überprüfen und in Unternehmensrealitäten besser einbinden? Erleben. Ja, wunderbar.
glaube, das war jetzt die letzte Gruppe und gerade das, was jetzt zum Schluss noch gesagt worden ist von Ihnen. Also wir sind ja eben gemeinsam in einem Verband oder überlegen vielleicht in unseren Verband einzutreten, dem DBVC. Und was ist denn auch hier unsere Aufgabe? Also wenn wir sehen, wie finden wir Orientierung? Wie können wir uns gut aufstellen? Wie können wir uns hier im Kollegenkreis vernetzen? Und also auch, was ist die Motivation? Also was war auch meine Überlegung also mit diesem Thema, wie fasse ich das eigentlich an? Weil wir haben keine Antworten. Aber ich glaube, wir als Coaches müssten ja auch versuchen, die Unternehmensrealität zu begreifen, Muster zu verstehen und dazu brauchen wir aber auch vielleicht kollegialen Austausch, damit wir nicht alle nur in unserem eigenen Saft unterwegs sind und dann halt eben auch im Verband, also von der Ausbildung angefangen, also wie haben wir heute unsere Coaching-Ausbildungen, da bist du als COVA und die ganzen jeweiligen, die in der Weiterbildungsszene unterwegs sind, wie bilden wir zurzeit aus und was brauchen die Coaches der Zukunft, um auch hier gute Sparringspartner und vielleicht auch Experten und Begleiter von Führungskräften zu werden und wie können wir uns vernetzen in Regionalgruppen, in unserer Verbandsarbeit, um auch hier im Grunde uns dadurch, dass wir uns gemeinsam mit diesen Themen beschäftigen, auch eine gute Ansprechpartner zu sein und auch zu bleiben in der Zukunft. Denn, Günther? Da. Ne? Also, das, was du gerade gesagt hast, ist ja toll, dass es uns Coaches gibt, aber wichtig ist, dass es uns auch weiterhin gibt und dass wir daran, genau, dass wir daran arbeiten. Ja, ich schaue auf die Uhr. Ich glaube, wir haben ich habe bis 2:30 Zeit. Und deshalb darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich fand es eine tolle Diskussion. Vielen Dank.